Oh, Wolf, klar spielen wir noch Ark. Jeden Tag kommt ein Ark-Video. Jeden Tag kommt ein The Island-Video. Jeden Tag kommt ein Infected-Video. Und wir hatten gestern ein super schönes Ark-Event auf unserem Community-Server. Hat irgend so eine Rainbow-Pow organisiert, wenn ich da Ich Namen sag, im ich, Kopf ich habe. sag's ja immer ganz gerne, folgt mir auf irgendwelchen bescheuerten Seiten wie Instagram, Twitter oder sonst was, Facebook, weil dort gibt es dann die Infos, wenn dann gestreamt wird und was gestreamt wird. Ich muss auch sagen, die Angestellten, die ich mir da geholt habe, die waren auch super fleißig, als ich heute online gekommen bin, um halt aufzuräumen. War alles War weg. schon alles weg. Das sind fleißige Und Ameisen. die ganzen Ressourcen Also. behalten. Da Nur die gab es noch Kratos nichts zu behalten. Elementi noch versteckt waren. Ja, genau, die ganzen Elementkisten, die ich da verteilt habe. Ist so Level das mit den. Tausender Gigas haben sie alles behalten, aber dafür haben sie aufgeräumt. Ja, würde ich auch machen, Ja, ne? deswegen ist ja vollkommen in Ordnung. Nee, du wirst ja bezahlt werden. Kann ja nicht immer eine Naturalien bezahlen. Manche Leute Naturalien? nehmen Wie auch. erklär mal, wie das heißt, wie das geht. Das geht dann, das mache ich so Cheat, also gebe ich eine Konsole Cheat und dann zum Beispiel Set Baby RLH1 Ach oder Set so, ich dachte Instant Credit Naturalien. Pau ein. bezahlt mit ihren Naturalien. Ja, natürlich. Dienstleistung. So, kann man das dann auch absetzen dann von der Steuer? Dienstleistung. Hallo. Ich bringe den Ja. schon wieder hin. Oh, ich habe was zu essen gehört. Ich glaube, die haben was zu essen gesehen. Oh, hinter mir! Hier hinter mir ein riesen Brocken Fleisch. Wo ist der? Keine Ahnung. Hier, in dieser Richtung. Come to me! Haben die gekillt? Ja, die haben gekillt. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Dex hört sowas. Wo ist das Blut? Oh, hier. Was? Hallo Bane, guten Abend. Siehst du mal, wir haben gerade eben schön über euch geredet. Nur Gutes. Aber nur weil wir den Namen gesehen haben im Chat. Ansonsten würden wir. The Killer! Hallo Ghost, guten Was? Abend. 48 Schützen? Wann kam das denn? Warte, was hast du da? Ja. Ja, Pau hat 48 Zitzen, das haben wir gestern noch rausgefunden. Ich muss schnell essen, meine Schwester ist da. Die frisst mir hier sonst mein Tier hier weg. Mist, Pain ist schon lange da, jetzt hätten wir das eben nicht erwähnen sollen. Dass du eigentlich nur Fake-Produkte gegeben hast. Vom Wish gekauftes Element oder sowas. Wish-Giga. Level 1000 mit 1 Damage pro Punkt. Nur Kopf vom Giga und der Körper vom Kano. Draufgeklebt. Mit Aber der Kopf natürlich. ist doch der stärkste am Giga. Ja, der kippt aber vorne immer. Boah, die Nacken. Der Wenn die kippt doch keinen vorne. Nacken haben, bringt denen auch kein der Kiefer nichts. Wo ist eigentlich unser Ziel? Wohin müssen wir eigentlich? Wo waren denn mal diese Positionen, wo der Schrömeier war? Ich habe keine Ahnung. Ich würde da gerne wieder hin. Ich würde den Meier gerne schnetzeln. Und Deine nächste Frage. wenn ich heute drei Raptoren auswachsen lassen muss. Immer wieder tot. Eine Sekunde, eine halbe Stunde später bin ich wieder da. Bleib an der Stelle. Wie, du rührst dich da weg. Eine halbe Stunde sind wir da. Und täglich ruft das Murmeltier. Wenn man ein Stream-Sniper ist, kann man nachlesen bei die Insel auf dem Server. Dann versteht man's. Man weiß, glaube ich, auch selber, wenn man ein Stream-Sniper ist, Lucario. Man hat zum Beispiel, ich kann, so ein ganz, ganz kleines Beispiel. Wir wurden ja von Terrazinos, ich glaube, jeden Stream, hunderte Mal getötet. Dann, der Hammer ist, die haben sogar Teleport genutzt. Man kann ja so einen Teleport, glaube ich, nutzen, aber ich glaube, das geht gar nicht, ne? Auf eine bestimmte Position, oder? Oder doch? Weiß ich nicht, ob man Position oder sich zwischen Leuten hin Ich teleportieren glaube darf. zu ich Leuten. glaube nur Ich zu weiß es Leuten. nicht. Weil der Hammer war, ich bin neu gespawnt als kleines Baby und da war der Terrazino wieder da. Da habe ich mich im Gebüsch versteckt. Jetzt an mir vorbei. Und dann sind wir zurück.
Und hat immer im Stream geguckt, wo ich genau bin. Ist dann immer weiter, immer näher gekommen. Immer näher. Und dann hat er sich genau über mich gestellt. Hat mich gekillt. Nächste Szene wieder. Bin ich wieder als Baby gespawnt. Da waren sie wieder da. Und wieder. Immer am Stream, wo ich mich versteckt habe. Immer am Gebüsch vorbei, bis sie mich genau im Stream gesehen haben. Haben sie mich dann eingekreist und dann haben sie mich wieder gefunden. Es ging die ganze Zeit so. Die Insel sind wir. Die Insel. Auf dem Server. Ich muss jetzt pausieren, Leute. Es tut mir so leid. Ja, wenn man einmal mal gekillt wird oder zweimal, ist es auch jetzt nicht so tragisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag da auch nichts. Aber irgendwann ist das dann auch sehr anstrengend, weil wir haben ja hier eine ganze Truppe von Leuten, die spielen ja auch ihre Tiere hoch, stundenlang oder haben ihre Tiere gekauft. Problem ist aber, wenn wir halt mit mehreren immer spielen, haben wir aber auch nicht so die Chance, um besser in dem Spiel zu werden, weil wir uns halt immer gegenseitig beißen, von der Gruppe gewissen werden und so weiter. Weil wir halt einfach alle noob sind. Ja, aber jetzt ist das gerade ganz gut. Wenn aber zwei Leute gut sind von uns, oder gut wären, könnten wir halt die anderen irgendwie so ein bisschen beschützen, wenn wir die dann koordinieren. Ja, wir sind jetzt natürlich nicht die Besten. Mr. B, guten Abend. Aber es also, sei der Fall, ich habe mir zuguckt, der lief eigentlich relativ gut, muss man sagen. Die haben sich gut angestellt. Bei was? Bei also, den Fight jetzt eben mit Maya? Genau, mit den drei Treraptoren angestellt, immer ein Zangenangriff. Grundsätzlich war das sehr gut gemacht. Mhm. So. Ach, ich kann mich wieder einladen, ich bin wieder draufgekommen. Okay. Nee, Luca, du bist doch kein Stream-Sniper, wenn du mitläufst. Ach, Quatsch. Ein Stream-Sniper ist ja nur der immer und immer wieder die gleichen Leute oder immer den gleichen Streamer tötet. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, was man da sagen kann. Stream-Sniper ist man ab dem Moment, wenn man ausnutzt, die Infos aus dem Stream zu kommen, um den Streamer oder den Leuten zu schaden. Nicht sonstiges. Also wenn du jetzt hingehst und hilfst dir nur, dann ist das kein Stream-Snipen. Erst Snipen ist, wenn du versuchst, daraus Vorzüge zu ziehen, um zu gewinnen. Sagen wir mal, CSGO-Spiel beispielsweise, siehst du, dass der andere Stream, guckst rein, um zu wissen, wo die Leute stehen. Was zum Beispiel, oder was wäre noch ein gutes Beispiel? Der Name Sniper kommt ja eben von demjenigen. Ein Sniper ist, da fing es ja damals an, wenn du uns als Sniper weißt, wo deine Gegner sind. Das ist ja, als ob du einen Bot nutzt und siehst die Gegner schon als roter Punkt. Das heißt, du guckst im Stream, du bist im Team Rot, der Sniper, der Gegner ist im Team Blau und kann in deinem Stream sehen, wo die anderen sind und killt die Leute dadurch, weil er weiß, wo die Positionen sind. Das ist Snipen, Stream-Snipen. Du snipest die Leute aus dem Stream ab durch die Nutzung des anderen, der gerade eine Aufnahme macht. Oder du killst eben den Streamer. Docs, gute Nacht. Bist schon wieder weg? Ja, Sephiroth ist auch da. Siehst du mal, Massenzwang. So und Dex, du musst einfach Richtung King Lady und mir und da ist die Stelle. King Lady und dir. Ach, da hinten, okay. Ist sie schon da, die King Lady? Ja, ja. Nee. Ist ja ausgewachsen, das ist man ja voll schnell. Ich sehe keinen Namen von ihr dort, oder? Ist da wirklich ein Name? Ich sehe ganz viel auf einem Haufen. Ich glaube, eure Namen dann. Ja, zu dem Haufen musst du. Ja, ist so ein Ding. Okay. Da ist King Lady, das steht ganz unten drunter. Unten links. Krass, wie schnell das ist. Wie mega schnell die Raptoren sind. Die haben aber auch eigentlich recht viel Ausdauer, wenn die einmal ausgewachsen sind. Ja. Du springst, verbrauchst halt irgendwann extrem viel. Ah, du fliegst immer vom Server. Da ist es eigentlich. Wir sind jetzt halt vier Leute hier, also. Sniper, ist das da? Nee, ich glaube noch nicht da. Das fünf Leute dürfen noch hier hin und dann ist die Bude voll. Ich mochte Snipen damals. Ich habe auch ganz gerne mal gesniped. Aber bei den damaligen Spielen war Snipen, fand ich ganz cool. War auch was anderes, ein anderes Gefühl irgendwie. Mit der Zeit, mit den ganzen modernen Waffen, mit der moderneren Grafik, wurde das alles dann ein bisschen schwieriger. Schwieriger. Ja. Ich habe auch zwischendurch gerne Sniper und Spielen, aber ich habe das Glück, wenn ich schieße, das Ziel kann stillstehen. Seit 5 Minuten, sobald ich schieße, bewegt sich das Ziel. Das habe ich ja mit Benny zusammen immer wieder erlebt. Ich gucke dahin, Benny, guck mal, da ist ein Gegner. Da guckst du dich an. Wir warten, 3 Minuten später. Ah, komm, wir mischen uns ein, ich schieße, er bewegt sich. Also, ich finde Snipen eigentlich auch voll cool. Ich mach auch aber Snipen. Ich kann keine Ballerspiele. Ich habe halt immer nur Mario, Zelda und sowas gespielt in meinem Leben. Hat nie wirklich Ballerspiele. Doch, ich habe auf der Gamecube Medal of Honor gespielt. Sind wir schon da? Hat auf der Gamecube Controller, als was anderes. Muss ich das aufpassen? 3, 4.
Ja, damals, also wenn man mit der Konsole ja aufgewachsen ist, waren ja Ego-Shooter sowieso No-Go, hat ja gar nicht geklappt. Dexter, euch in der Nähe ist ein Delo. Der hat, Nightprince hat ihn zwar weggelockt, aber Nightprince ist jetzt tot. Oh. Also vielleicht kommt er zu euch. Da, wo von Richtung Spielstimme und Jabba, da war Nightprince. Und wir sind gleich zu viele schon. Wir nutzen die 20-Minuten-Regel aus. Also ab jetzt 22:03, ab 22:23 muss ich dann der Erste bin. Okay, Dex und Nimi zählen euch dazu. Wolf, nein. Bei Instagram kommen eigentlich nur private Sachen, die ich da... Ich habe jetzt zwar zwei Posts mal über YouTube gemacht, als ich den Bann hatte bei YouTube. Und die kleinen Problemchen, die ich dazu hatte. Ansonsten kommt auf Instagram nur privates. Privater Dings. Pups. Dummes Zeugs. Ja. Also so überall. Unterrechte Fotos und sowas. Verschrecken Leute nicht. Hier war ja Twitter, wo man das machen konnte, ohne Sperrung. Genau. Ja, Twitter. Insta ist hart. Dazwischendurch habe ich letztens nochmal einen Post gesehen, ja, von wegen, dass jemand einen Bann bekommen hat. Ivi, hab dich eingeladen. Gucken. Ja, man sieht so ein bisschen was. Was sagt das Öhrchen? Jetzt. Ich versteh's nicht, das Spiel ist so dunkel. Bei der Karte geht's ja eigentlich gerade noch. Ich hasse Sniper in jedem Spiel. Kommt mich essen. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist, Wulpis. Er lebt noch, er steht hier noch. Ivy wurde gerade getötet, hat sie im Chat geschrieben. Ja? Ivy. Ja, bei uns. Warum? Ja, was ist denn los, Wulpis? Warum willst du sterben? Er hat Hunger. Aber ja, wir haben alle Hunger. Ja, also er bekommt schon Schaden. Ja, die großen. Da kommt jemand, ist niemand Wasser? Wer ist das? Oh, ich hab Angst immer, wer immer da kommt. Ich spiel mal mit dem Dryo, das werde ich auch noch machen. Ganz sicher. Aber und jetzt so kann man auch mit ganz vielen. Weil die zählen nicht zum Gruppenlimit dazu, weil die halt nichts können. Die sehen nur süß aus. Wem jagst du so? Raptor ohne. Ja, verzicht ins Wasser. Ja, essen! Jetzt, oh, der kriegt sowas von Ärger, ey. Oh, der kriegt sowas von Ärger. Du darfst niemals ins Bienennest reinhauen. Ich hab dreimal angefaucht. Er soll gehen. Vielleicht war das irgendjemand, der. Er soll rausgehen, dann können wir ihn wenigstens essen. Ja, tut er nicht. Geh mich mal raus. Wo ist er denn überhaupt? Ist er bei euch? Wasser. So. Ah, hier gibt's jemand Ärger. Wo ist es? Tot. Wer? Der angegriffen. Draußen oder drin? Im Wasser. Ja, der hat sich der mit Absicht da rein, dass man den nicht essen kann. Mist. Brauche ich auch essen. Boah, da verteilt einer an Kilo-Eier. Gönn dir. Boah, ich hab keine Zeit, um Züge zu bauen. Die sind toll. Meine Panzerwagen sind das. Wie oft noch, dass man da C gesperrt ist. Nicht im Discord. Ja. Jetzt hack's aber. Warte. Oder in den Boden.
Gott, du musst einfach mal in der Suche. Ja, ich habe die Insel. Insel eingegeben. Find jetzt nichts. Hat irgendjemand Essen? Oder weiß jemand, wo Essen ist? Ja. Mal auf die Suche gehen. Das müssen die Größeren machen. Wir können ja mit unseren kleinen Zähnchen noch nichts jagen. Wir können schon, aber. Kannst du knicken. Obsidiana, guten Abend. Das ist groß. Da ist Maya wieder. Maya ist wieder da. Die Jagd. Geh mal raus. Verteilen. Nicht zusammenstehen. Das sieht man nicht, leider. Voll in den Rhein gelaufen! Herzinfarkt ist hier. Herzinfarkt. Oh. Ich wollte was sehen. Ich muss immer was zeigen, wenigstens, aber. Der muss einmal hier durchs Gebüsch laufen, einfach mal da durchjagen, ne? Mit seinem Kopf zubeißen, zuklatschen. Blutung? Ich habe keine Blutung, okay. Er hat mich getroffen, aber nicht schlimm, dass ich gestorben bin. Hä? Und wieso hat er mich mit einmal gekillt? Ich hatte doch volles Leben. Ja, er hat mehrere angegriffen. Warst du vielleicht ein voller Dolt? Ich weiß es gar nicht. Also, ich war doch voll ausgewachsen vom letzten Mal noch. Was war es beim letzten Mal nicht voll ausgewachsen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen. Aber nicht im Wald. Der hält halt viel aus, ist das Problem. Die halten viel zu viel aus. Aber. Ist King Lady am Kämpfen mit Cookie King? Die bewegen sich ziemlich schnell. Zickzack. Nee, die haben sich gerade abgezogen. Glaube ich. Brock. Der ist so stark. Er ist auch voll stark. Das ist echt unkrass. Unmöglich stark. Wir warten, bis du wirklich tot bist. Ansonsten, wir warten noch, bis vielleicht noch was zu essen da ist. Ansonsten, wir können dich ja vielleicht noch retten. Wenn du sterben solltest, dann im Natürlichen, dann fressen wir dich. Vielleicht kriegen wir den Maya ja irgendwie doch noch. Der sitzt da jetzt. Ah, okay. Bei dir da irgendwo, oder? Bei dem Stein, wo wir vorher die ganze Zeit saßen. Da drunter. Da unten runter, okay. Er steht auf. Achtung, er kommt zu dir. Nein, Cookie King, warum steht denn da rum, Cookie King? Hast du Glück gehabt gerade. Ist nicht so leicht, Kollege. Wenn ich Berge und alles hochspringen. Ah, hat mich getroffen. Du zackelst und zickelst, aber auch nur hin und her. Das ist gar kein vernünftiges, flüssiges Laufen. Das war gerade ein... Was war das? Er wollte durch die Wand durchbeißen. Das geht nicht, das darfst du nicht, mein Freund. Darf er das nicht? Nein. Wieso nicht? Nein, darfst du nicht. Wenn du, das ist, nennt sich Exploit oder sonstiges. Durchbeißen ist nicht erlaubt. Hier steht in Regeln drin. Voll die schnellen Schwimmer, die Raptoren. Dürfen wir halt nicht ausrufen lassen. Immer wenn er sich hinsetzt, müssen wir ihn angreifen. Ja. Das Problem ist, wir sind alle zu klein. Ja, wir können nichts machen. Gar nichts. Hup, wo bist du? Bist du tot? Ja, er ist tot. Wo ist er gestorben? Wo ist er gestorben? Ich brauche unbedingt was zu essen. Der wo bist du hier... gestorben, Wolfgang? Der war hier in der Nähe. Ah, fuck. Hoppa. Fuck. Der war hier.
Mist. Wolfes, wo bist du? Ist da ist er stecken. Oh, Alter, Stone, ey. Ey, Mann, ey. Ich weiß nicht so. Er blutet schon sehr stark. Brutal ins Mikrofon reingebrüllt, das Arme. Mein Kopf. Der ist schon fast tot. Mann! Bei mir, Nina. Na, okay. Deswegen, Lady, tu es. Du schaffst das. Ich hab ihn schon sehr gut down gemacht. Bleibt der stehen, der Racker. Hat er gut gemacht. Zweiten Mal. Kannst du mich einladen? Essen? Ja, meine Leiche bei Mutter. Bei Maya, Entschuldigung, bei Mutter. Da gehe ich jetzt nicht hin. Mit voller Blutung. Hier gibt's noch zu essen, hier oben. Nicht mehr viel, aber. Wir hauen uns gerade die Hucke voll. Ah, Junge, ich hab gerade so einen Herzinfarkt gerade bekommen bei dem Schrei. Philipp, warte, wir laden dich gleich nochmal ein. Ich esse mir erstmal hier gerade mal den Wanz voll. Soweit ich weiß, ist Pillepal aber auch gestorben. An der gleichen Stelle, oder? Ich darf mich halt jetzt nicht mal im Fall einmischen. Das ist halt. Also, Claudi meinst, ich kann ganz gerne. Hallo, Show! Pillepalle nicht eine Einladung. Kann jemand nochmal ganz kurz den Link posten von Die Insel? Ja, klar. Discord? Basics von dem Spiel. Es ist eigentlich gar kein ganz easy Erklärung. Du spawnst als das, was ich gerade hier bin, als Zwerg und musst versuchen, groß zu werden. Du musst versuchen, Wasser zu finden, Essen zu finden und dich nicht töten zu lassen. Fertig. Das mit sich töten zu lassen, ist das schwierigste Teil daran. Ja, das ist das, weil es ist ja ein PvP-Spiel. Das heißt, du wirst andauernd irgendwo auch von Pflanzenfressern wirst du gejagt. Weil die stehen da drauf. Naja, aber wenn die Fleischfresser, die Pflanzenfresser zuerst angreifen? Ich weiß nicht, der hat Maya, uns zuerst angegriffen. Ich glaube, der Maya hat gerade gehört. Zweimal hat er uns zuerst angegriffen. Kann ich growen? Noch nicht. Kämpft noch irgendjemand gegen ihn? War nicht so real cool. Pascal, dankeschön. Vulpes. Ah ja, sorry, wollte ich noch einladen. Vulpes und Pillepalle am Lommer. Nochmal. Pillepalle. Habe ich eingeladen? Snakes, gute Nacht. Ist der hinten immer noch am Sitzen? Genau. Ja, darf doch. Jasmin hat gerade angebissen und angegriffen und gebissen einmal. Gut gemacht. Aber er darf sich halt nicht ausruhen, das ist halt das Wichtigste daran. Da ist er sehr stark am Bluten schon. Jasmin kämpft gegen ihn. Mhm. Go Jasmin! Ja, er hat das aber auch richtig gemacht. Er saß da und direkt hat sie angegriffen. Jetzt ist Crosby direkt da. Sehr gut. Crosby hat auch zugebissen, als er saß. Sehr gut. Mach den fertig. Ja, ich warte jetzt gerade, dass ich ein bisschen ausgewachsen bin. Ich habe jetzt 90, glaube ich, oder? Der Dex kann keinen Schaden machen damit, das ist das Problem, habe ich versucht. Nee, warte, ich bin die Stufe gewesen für dir, hab ich gesagt. Ja, mit dem Kleinen kannst du gar nicht. Der ist tot anscheinend. Ja! Man weiß, du tappst. Ja, feiert ihn! wir können ja gar nicht so rüber, ich sterbe ja dann, ich habe keine Ausdauer. Ich wollte jetzt auch schwimmen, Party machen. DJ durfte ja nicht, weil du darfst erst eine halbe Stunde nachdem du einen Fight hattest, wieder angreifen. Dieselben Leute. Dieselben Leute. Wir waren hier dieselben Leute. Wir fressen dich jetzt. Es sei denn, der greift euch zuerst an. Dann ja. Wenn er uns zuerst angreift, meinst du, dürfen uns verteidigen. Ja, aber es werden Regeln. Deswegen würde er uns nicht angreifen. Ich kann so viel knapp. Habt ihr ihn denn nicht? War das dann der gleiche Meier? Ja, das ist der gleiche Meier. Hat er euch denn direkt angegriffen oder habt ihr ihn angegriffen? Nein, er hat uns jedes Mal erst. Der kam immer an und dann geht's los. Ging's direkt los. Ist aber koscher. Es ist eine halbe Stunde vorbei gewesen. Ungefähr. Da liegt er. Im Wasser. Aber gut, gut gekämpft. Ich mag sowas. Ja. Also, es macht halt Spaß.
Ja, die Stimme. Das Problem ist ja bei den ganzen anderen Fights, die wir hatten. Wir hatten einen T-Rex mittendrin in den kleinen Gruppen. Das heißt, der T-Rex von uns beißt zu und killt direkt mal drei von unseren eigenen Leuten. Pau. Pau, ja. Pau. Dann bist du in der Gruppe mit Spinos und Akrokantos und die beißen sich alle gegenseitig. Das klappt manchmal alles nicht. Also bei den Raptoren, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft das ganz gut. Das heißt, ein Zangangriff, so ein bisschen ist das halt, du bist halt nicht so riesengroß und brauchst Ewigkeiten. Das ist nicht so einen großen Bissradius. Mein Tod war nicht umsonst. My Childhood Dreams. Die Regeln auf den Server sind wie folgendermaßen. 9 Leute sind die Gruppengröße. Dann 2 Apexer, also sowas wie Rex, Twike, also alles was so 4 Stufen hat, statt wie Raptor 3. Dürfen zusammenlaufen. Dann kein Stream Sniping. Dann alles darf miteinander spielen, Pflanzenfresser und Fleischfresser, das gehört zusammen. Und wenn du einen Fight hattest, darfst du dich nochmal neu, nachdem, sagen wir, du stirbst, holst dir nochmal ein neues Tier und gehst nochmal neu rein, kaufst ein Tier, um dich zu rächen. Darfst du auch nicht, halbe Stunde Pause danach. Wenn mehrere Gruppen aufeinandertreffen, müssen alle angreifen, nicht nur eine Gruppe. Ich hab mich verbuggt. Doch, na. Ich hüpfe auf der Stelle rum. Ah, geht's wieder? Ja, es geht wieder. Okay. Ich wollte gerade sagen, du hast es aber auch drauf, ne? Also ich wollte eigentlich das Licht ausmachen, habe ich ganz vergessen. King Lady, kannst du dann, wenn das Ei wieder bereit ist, Stone töten? Jetzt habe ich übrigens wieder Musik im Spiel. Letztes Mal hatte ich wieder keine. Jetzt habe ich wieder schöne Musik. Wechselt, glaube ich. Ja, Kamera gilt als 2 Apexer, genau. Und zusätzlich Stegos dürfen auch maximal nur 2 in der Gruppe sein, auch wenn es nicht als Apex ist. Akrokantos auch. Obwohl sie keine Apexer sind. Ja, aber die sind halt sehr stark. Ja. Und Apexer, ja. Stego One-Shotter. Ha. Ich bin ein Stein. Ich bin ein Stein. Oh, Stego hatte früher mal den stärksten Bleed rausgenommen, glaube ich. Also nicht die Regel, wenn du ein Tier aus dem Pack killst, hast du gewonnen. Nee, das nicht. Der Fight geht so lange, bis entweder eine Gruppe tot ist oder beide Frieden schließen oder sowas. Dann ist der Fight vorbei. Naja, diese Pack-Regel, die gibt's auch, aber das heißt nicht von wegen, du hast dann gewonnen, sondern du, wenn der Body down ist, kann man dann entscheiden, ob man noch den weiter verteidigen möchte, die Leiche quasi, oder ob man den Kampf beenden möchte. Das ist für jeder sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aber die bei jedem Kampf, bei jeder Regel, bei jeder Aktion, die passiert, das klärt sich, dieser ganze Regel, das klärt sich eigentlich in diesem Moment alles selber. Wenn du aber siehst, dass irgendwas nicht passt, kannst du dich dann immer noch bei den Admins melden, wenn du sagst, das war unfair, 3, 4 T-Rexe haben mich gekillt oder sowas. Aber ansonsten, das regelt sich eigentlich immer von alleine, das Ganze. Deswegen war das mit den Terzis zum Beispiel ein doppelter Regelbruch jetzt oder neuestens Stand. Vorher war es ja nur einfach Regelbruch, weil sie es immer wieder gleichzeitig auf die abgesehen haben. Weil es war ja keine 30 Minuten rum, sozusagen. Haben wir hier gerade irgendwelche Babys oder sind wir alle größer? Weil wir gerade zu 10 sind. Oder passt das? Bei Sekunde. Hallo Mint, guten Abend. Nur Juvenil zählt nicht dazu. Das heißt, wenn ihr eine Stufe über Juvenil seid, dann müsst ihr einer weniger werden. Gucken. Die Spawn-Stufe zählt nicht, also. Bist du schon mal gecodet? Ja. Okay, alles, was unter deiner Größe ist, darf bleiben. Ja. Wenn aber keins davon da ist, muss einer gehen. Muss also einer gehen. Ja, wenn du keinen Kleinen siehst, der Kleine ist als du, kein Baby oder so, dann muss einer gehen. Ich schau mal. Noch 90%. Noch 90%. Dex ist noch nicht erwachsen. Oh, hier liegt ein toter Raptor. Hä? Wieso ist der gestorben? Oder habe ich den gerade in der Dunkelheit nicht gesehen? Kann mal eine Leiche sein. Was hast du für eine Farbe gehabt? Weiß am Bau. Okay, dann bist du das.
Ja, ist der Tag. Endlich mal. Oh nein, ich gerade hoch. Hallo. Ich bleibe jetzt erstmal so ein bisschen hier liegen. Ich habe jetzt gegessen, habe getrunken. Mir geht's gut. Nee, jetzt fängt es auch noch zu regnen. Ah ja, ich bin bei euch in der Nähe. Komm zu euch. Als was? Als Kanu. Ach so. Okay. Ich will schnüffeln, wo bin ich hier? Du meinst als Gegner. Es. Da ist ein Gegner. Nein, da. Nee, ich nehme erstmal den. Erstmal den linken. Nein, ich meine den rechten, meine ich. Nee, den da vorne. Nee, den hinten. Ja, ich nehme einfach alle. Nein, da. Oh nein. Ich gehe ins Wasser. Kanus. Genau das. Kanus. Oh Gott, das will ich bin der hier. Ah, jetzt sehe ich erst, wie weit ich weg bin. Ach, Halleluja. 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 Einmal umbringen. Bist du dann so lange, bist du dann in der Nähe, bist du wie ich. Ja, genau. Nina, du sollst bei, was, bei Blitz und Donner bitte den Wasserfall runterjumpen. Ich mach das jetzt auch. Nee, der schnellste Dino ist der Herrera. Der Herrera. Das sah so lustig aus. Die macht das auch. Ach, Nina, Mensch, was ist denn das für ein Sprung für Anfänger? Wenn dann schon richtig. So, jetzt brechen wir erstmal alle Knochen. Alle lachen. Oh, hier ist ein Wasser.